Kampfspiele TV towert jetzt hier über Jost, der wirklich Probleme hat, jetzt hier mit dem Dagger-Spam sich nochmal rauszuholen. Und wieder kommen die Dagger raus. Kampfspiele TV holt sich hier tatsächlich gerade vor unseren Augen einfach den Jost, der hier absolut hilflos gegen dieses Großkatana ist, die das Kampfspiele TV wirklich sehr, sehr meisterhaft hier auch ausführt. Immer wieder wartet und unerwartet quasi mit, auch mit dem Animation Blending und mit dem Drumherumlaufen um Jost die Siege hier rausholt. Was für eine Ziege wieder. Der Wolf jetzt hier. Jost kriegt eigentlich nur Schaden mit dem Dagger auf Kampfspiele TV, der jetzt hier den Roll Catch auch noch holt und Jost quasi ins Straucheln bringt. Jost hier geht für die Running. Rift. Jetzt aber hier ein paar Hits mit dem Dagger, die natürlich Atomar knallen. Der Stärke. Dagger. Und Kampfspiele TV holt sich Jost in der Runde 1 den besten Spieler der des deutschsprachigen Raums geholt von Kampfspiele TV in der ersten Runde im Halbfinale hier. Insanes Gamering. Was für ein Einstand in die Turnierszene. Jetzt schon eine Legende. Jetzt schon eine Legende. Kampfspiele TV. Fürs wunderschöne PC-Turnier. Es ist wieder mega geiles Line-Up heute. Wir haben einen Stargast, der auch PvP-Content macht, was natürlich ein großes Herz ist, dass er auf jeden Fall sich heute hier blicken lässt. Der gute Kampfspiele-TV hat sich die Ehre gegeben, mal reinzuschauen und sich hier mit den ganzen jungen Leuten zu messen. Ich bin gespannt. Es wird crazy, es wird hazy, wir sind alle hyped. Der Memoruk gegen den Serum sehen wir in Runde 1. Dann sehen wir auch schon den wundervollen Kampfspiele-TV gegen Kante. Kampfspiele-TV muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, sein erstes Turnier, wird sehr spannend. Kante, glaube ich, auch sein erstes Turnier, wird auf jeden Fall sehr interessant an der Stelle, weil beide eben, habe ich noch keine Live-Plays gesehen. Das wird crazy. Folgt auch gerne Kampfspiele TV auf seinem Kanal, wenn ihr noch mehr Bock auf PvP-Zeug habt. Den findet ihr natürlich unter diesem sehr eingängigen Namen sofort auf Google. 3, 2, 1 und Fight! Beide Spieler. Der rote Spieler entscheidet sich hier für den Physic Punish und bekommt auch den Schaden auf Kampfspiele TV. Kampfspiele TV hier. Jetzt leicht hinten, Kante, oh, Kante rockt ein ganz altes Setup aus dem Patch 1. Ja, eigentlich aus 1.9 könnte man schon fast sagen, 1.7 sogar eher. Die Power Stance Straight Sword sieht man nicht mehr häufig heutzutage, aber Kampfspiele TV weiß auch, er muss hier mehr rollen, aber dafür eben gutes Spacing an den Tag legen. Aber es sieht nicht schlecht aus, Kampfspiele TV kriegt hier auf jeden Fall gute Hits auch rein. Kante lässt ihn hier kommen. Kante ist bereit und versucht hier das passive Power Stance Straight Sword Gaming. Da war ein versuchter Perfect Block, glaube ich, für Kampfspiele TV. Sehr interessant. Der Jump kommt raus. Kante jetzt schon relativ low und Kampfspiele TV holt sich den ersten Win. GG's. Wahnsinn. Da holt er sich den ersten Sieg dieses Matches. Wow. Bitte nutzt nicht die Seamless-Items, nicht die Verstärkungs-Items von Denmaps, Leute. Was für ein schönes erstes Match. Da hätte ich jetzt gerne, dass unsere Replays wieder funktionieren. Da hatte Kante auf jeden Fall ein bisschen Probleme gegen das Great Cut. Und man merkt, dass er vielleicht auch extra jetzt, vielleicht sogar durch Kampfspiele-TVs Ankündigung oder unsere Ankündigung, Bock bekommen hat, in einem Turnier mitzuspielen, aber schon lange nicht mehr gespielt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein sehr altertümliches Bild, würde ich mal sagen. Ich bin gespannt auf Runde 2 dieses Matches. Es geht los in 3, 2, 1 und Fight! Und es geht los. Die Physik wird von Kante getrunken. Oh, Kampfspiele TV war wohl pre-buffed. Oder hat er gar nicht gebufft? Okay. Hier kommt die Running. Und erneut die Crouch Poke. Oh, da haben wir Connection Issues. Das müssen wir drawen. Das ist gedrawt, Leute. Rematch, 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 Rematch.
Rematch. Okay, wir gehen in Runde 2 dieses Matches. In 3, 2, 1 und fight! Oh, okay, er ist noch immer nicht... Wir fangen nochmal an, I guess. Okay, die beiden kämpfen, wie es aussieht. Ja, lassen wir sie kämpfen. Es ist, wenn man das erste Mal mitspielt, eine Sache. Dann ist es halt so. Es geht auf jeden Fall los hier. Die beiden gehen aufeinander los. In der Mitte, es kommt zum Gefecht im Center. Kampfspiele TV scheint seine Physik nicht aufgeladen zu haben. Kampfspiele TV, du kannst dieses goldene Grease benutzen nach dem Kampf, dann ist deine Physik wieder da. Die Running A2 kommt raus hier mit dem schweren Stoßschwert. Und Kampfspiele TV ist ja in Führung. Kante kriegt aber wichtige Hits rein. Kampfspiele TV ist relativ low. Hat jetzt natürlich das Problem, dass er nicht die Physik hat und den Proc von der Tier nicht hat und jetzt hier quasi mit 700 HP-ish weniger spielt. Aber nevermind, Kante hatte seine Rune-Arc nicht drin. Leute, benutzt die Sachen, die ihr benutzen dürft. Also nochmal, wenn ihr dieses goldene Grease, was ihr im Inventar habt, dieses Fett der Wiederherstellung benutzt, dann bekommt ihr eure Physik-Tier wieder. Dann könnt ihr die nochmal benutzen. Ist jetzt alles an Forge. Ihr könnt euch aber auch einfach an die Gnade setzen. Es geht los. Kein Pre-Buffen vor dem Schuss, wird nichts gebufft. Es geht los. In 3, 2, 1 und fight! So, das Spiel beginnt. Und die Physics werden eingenommen. Kante übernimmt hier das Center. Und macht ein paar Italian Steps. Geht hier für Spacing des Großkatanas. Wunderschöner Turnaround hier von Kante. Da merkt man, der hat schon ein paar Stunden geübt auf jeden Fall. Kann hier durch den Turnaround das Großkatana spacen. Kriegt die ersten Hits auf Kampfspiele TV. Der hier für die Running R1 wieder geht. Nochmal die Running R1 beide Male trifft. Schöner Rollcatch mit Backstep-Versuch hier. Geht in Führung. Kampfspiele TV ist hier in Führung. Beide wieder im Neutral. Und da versucht Kante es mit einem offensiven Move, Kampfspiele TV, etwas zu slow hier für den Punish. Geht für den Wave Dash, ist hier bereit, wieder der Wave Dash. Und da verliert Kante viel von seinem Leben. Kante jetzt schon sehr low auf 150 Leben. Kampfspiele TV zeigt richtig gute Reactions, gute Rolling Discipline. Und jetzt sieht schlecht aus. Kante muss alles geben. Geht hier für die Jump und Kampfspiele TV. Holt sich das 2:1. GG's. Wow. Jana Kantor. Ja, richtig. Hallo und herzlich willkommen by the way. Kampfspiele TV holt sich hier den glorreichen Sieg gegen Kante. Das war eine schöne Runde. Wir schauen uns in der Zwischenzeit mal die Player Cards an. Kampfspiele TV rockt ein Strength-Bild mit 54 Strength. Natürlich muss man dann die Waffe two-handen, das ist aber auch in Ordnung. 33 Endurance, hier schön am Stacken. 22 Decks, ich weiß nicht, was er da kocht. Und 60 Vega, interessant. Kante hier mit einem 70-Decks-Bild. Wow, mit 25 Endurance. Ja, das sieht wirklich nach einem Bild direkt aus 1.0 neu aus. Jetzt schauen wir auf Runde 4 dieses Kampfes. Es geht los in 3, 2, 1, fight! Beide Spieler buffen ihre Physics, kein Physik Punish diesmal. Kante jetzt natürlich etwas vorsichtiger als vorhin. Sieht man in einer leicht zaghafteren Herangehensweise. Jetzt hier aber sofort für 500 Damage die Respektschelle auf Kampfspiele TV ausgeteilt, der weiterhin auf seinem Ritual-Talisman sitzen bleibt und Kante hier jetzt auf den ersten Treffer kassiert hat. Jetzt wieder der Ausgleich, würde ich sagen, ungefähr. Kante geht, damit geht Kampfspiele TV aber sogar in Führung. Kante hat deutlich Probleme gegen das Großkatana. Scheint wirklich, als wäre nicht so geübt. Und da ist der Sieg. Kampfspiele TV macht das 3:1. Wow, GG's. Sehr, sehr gut hier, sehr gute Leistung. Bitte verlasst die Welt, meine Lieben, bitte verlasst die Welt mit der weißen Kugel oben in eurem Inventar. Ja, okay, Timer läuft bei Memrook bis 21, sonst ist mir egal.
Disqualifier kommt. Kann nicht sein, baut er jetzt noch an seinem Bild rum oder was? Leute, nee, nicht während dem Turnier. Ihr könnt zwischen den Matches an eurem Bild basteln. Da ist er, guck mal, wie schnell es jetzt ging. Hör mal. Okay, wir sind jetzt natürlich wieder im Normal Bracket. Das heißt, wir haben ein Best of Five. Und das soll sich natürlich auch oben widerspiegeln. Memoruk braucht noch kurz. Ist hier mit der Peitsche am Start. Das verspricht natürlich Spaß und Spannung. Ich denke mal, beide Spieler sind bereit. Es geht los in 3, 2, 1. Fight! Kampfspiele TV gegen Memoruk. Memoruk hier mit einem Dexbild, sonst würde er keine Rumi spielen. Gegen Kampfspiele TV, der jetzt hier gepeitscht wird und für die Running aber sofort reingeht für seinen Schaden. Kommt hier gerade nochmal raus aus der Charged Atu. Von der jetzt, glaube ich, hat Memoruk zur Zahnpeitsche gewechselt und Kampfspiele TV jetzt hier. Beide Spieler ohne Physics? Sehe ich das richtig? Sehen meine Augen das gerade richtig, dass beide Spieler ohne Physics spielen? Da kommt die Frost, der Frostpot raus, der allerdings nicht ausgereicht hat, weil Memoruk genug Robustheit hat, um einen Frostpot zu tanken. Oh, das war eine sehr fiese Jump hier von Memoruk, der Kampfspiele tatsächlich ins Eck drängt. Kampfspiele kriegt den Giftbolus raus. Das war wichtig für ihn. Und Memoruk hier jetzt auch auf den Großkatana. Kampfspiele geht für die Crouch, ist bereit. Und da kommt wieder die Crouch raus und die Running für den Sieg für Kampfspiele 1-0. GG's, was für ein Comeback vom guten Kampfspiele TV gegen Memoruk hier, der zum Katana gewechselt hat und jetzt hier wieder auf die Peitsche geht. Wir gucken uns mal eben die Builds an. Kampfspiele TV rockt weiterhin sein Strength-Build mit dem Großkatana, mit den 33 Endurance. Und Memoruk auf seinem 54 Decks. Was? 54 Decksbild mit 42 Endurance. I think he's cooking something. Okay, meine Lieben, es geht in Runde 2 dieses Matches in 3, 2, 1, Fight! Raus kommt hier der Beast Raw für den Instant Flask Punish. Kampfspieler, wieder keine Flask. Das wird ihnen den Sieg kosten. 700 HP Difference kann man nicht schaffen. Das, da muss jetzt die Skill Difference riesig sein. Kampfspiele geht ja auf jeden Fall für einen Crouchpock nach dem anderen und kriegt auch guten Schaden raus. Hat hier auch die richtigen Talisman für den Crouchpock. Für absolut nuklearen Schaden mit dem Strength Build. Ist auf jeden Fall gut gekocht, dieses Build, das er hier spielt. Und Memoruk aber auch mit dem Zweihand-Talisman und eben dem der Regeneration. Oh, jetzt kommt bei Kampfspiele TV die Sense raus. Die normale Sense, okay. Oh, jetzt kommt die Flask von Kampfspiele. Das war im allerletzten Moment hier. Da hat Memoruk ihm aber auch wirklich die Zeit zugelassen. Und hier wunderschönes Basing vom LGS. Schöner Iaido mit dem Hardswap hier für die Running vom Nagakiba. Jetzt wieder auf dem Great Cut. So bereit, aber Memoruk, schöner Rollcatch abgeliefert hier. Das war natürlich fies. Beide Bubble Tears sind gerade gepoppt. Da kommt wieder der Freezing Pot. Aber Kampfspiele TV kann ihn nehmen. Und Memoruk wieder den Freezing Pot jetzt hier für den Counter-Hit. Und Kampfspiele TV holt sich wie Glorious den Sieg in dieser Runde wieder gegen Memoruk. Und Kampfspiele TV zeigt uns hier, dass sein Name absolut gerechtfertigt ist und er wirklich absolute Kampfspiele-Goat ist, kann er einen 13-0-Swipe gegen Memoruk hinlegen, der hier super viele Waffen zeigt, aber beide Spieler sehr viele Waffen. Das ist ein wunderschönes Match. Es geht in Runde 3. In 3, 2, 1, Fight! Rauskommt der Indomitable. Wow, okay, sieht man sonst nie, aber hey, warum nicht? Kampfspiel auf jeden Fall hier mit den Scraps getroffen worden. Damit ist der Ritualschild-Talisman auch schon deaktiviert worden. Der wunderschöne Outjump für den R2-Follow-Up mit dem R1-Follow-Up für enormen Schaden hier auf Memoruk. Und der Ausgleich auch an der Stelle. Und rauskommt wieder die Scraps, was ihm natürlich jetzt hier
Memoruk einen enormen Vorteil gibt, aber Kampfspiele TV hat auch nochmal einen guten Damage hier dafür reinbekommen. Also es war ein relativ ebener Trade an der Stelle. Und da ist Kampfspiele TVs Bubble gepoppt, aber auch Memoruk's Bubble ist gepoppt. Da er hier das Rakshasa outjumpt, hat endlich mal jemand, der dieses Rakshasa outjumpt. So muss man es machen. Jumping R2 auf den Kopf. Was will der Rakshasa-User tun? Und es kommt die Jumping R2 raus von Memoruk. Kampfspiele TV wieder mit dem Indomitable Vow. Ich weiß nicht, was er da kocht. Auf jeden Fall bis jetzt nicht funktioniert. 12 HP left. Memoruk geht jetzt hier auf die Peitsche. Kampfspiele TV muss jetzt hier bereit sein, um zu rollen. Und kriegt den Counter-Hit fürs 3:0 gegen Memoruk. GG's. Unfassbar. Das ist der Sieg. Beide Spieler bitte die Welt verlassen. Das ist der Sieg für Kampfspiele TV fürs 3:0. Irre. Holt er sich hier Memoruk und zieht ins Halbfinale ein. Und jetzt sehen wir ein absolut krasses Match. Ich bin ultra gehypt. Kampfspiele TV gegen Jos. Jos scheint doch noch etwas zu brauchen anscheinend. Aber ich habe eigentlich gerade die Steam-Meldung bekommen. Ah ne, da ist er. Sehr, sehr schön. Es geht los. Kampfspiele TV gegen Jos im Halbfinale. Wir haben natürlich jetzt mal wieder die Best-of-Five-Situation. Und werden dann gleich sehen, wer von den beiden hier die Oberhand hat. Es geht los. Kampfspiele TV gegen Jos in 3, 2, 1, Fight! Es wird sich gebufft. Kampfspiele bleibt auf dem Great Cut. Muss sich hier in Acht nehmen. Vor den Backstep-Attempts von Jos, die natürlich kommen werden. Denn das ist eine der großen Schwächen des Great Cuts. Er kriegt hier den First Hit auf Jos, den Second Hit auf Jos und für die Jumping R1, aber da kein Hit. Kampfspiele TV towert jetzt hier über Jos, der wirklich Probleme hat, jetzt hier mit dem Dagger-Spam sich nochmal rauszuholen. Und wieder kommen die Dagger raus. Kampfspiele TV holt sich hier tatsächlich gerade vor unseren Augen einfach den Jos, der hier absolut hilflos gegen dieses Großkatana ist, die das Kampfspiel TV wirklich sehr, sehr meisterhaft hier auch ausführt, immer wieder wartet und unerwartet quasi mit, auch mit dem Animation Blending und mit dem Drumherumlaufen um Jos, die Siege hier rausholt. Was für eine Ziege wieder. Der Wolf jetzt hier. Jos kriegt eigentlich nur Schaden mit dem Dagger auf Kampfspiel TV, der jetzt hier den Roll Catch auch noch holt. Und Jos quasi ins Straucheln bringt. Jos hier geht für die Running. Rift. Jetzt aber hier ein paar Hits mit dem Dagger, die natürlich Atomar knallen. Der Stärke Dagger. Und Kampfspiele TV holt sich Jos in der Runde 1 den besten Spieler des deutschsprachigen Raums geholt von Kampfspiele TV in der ersten Runde im Halbfinale hier. Was Sasumoto nicht schaffen konnte, hat der gute Kampfspiele TV hier rausgeholt. Fireball. Insanes Gamering. Was für ein Einstand in die Turnierszene. Jetzt schon eine Legende. Jetzt schon eine Legende. Kampfspiele TV. Und Jos ist wieder da. Und Jos ist bereit. Es geht in Runde 2 dieses Halbfinales der Hauptklammer in 3, 2, 1 und Fight! Und beide buffen sich hoch. Diesmal geht das First Blood auf Jos Konto, der jetzt hier bereit ist, mit dem Dagger zu spielen. Die Trades reichen aber nicht, damit Jos hier die Oberhand behält mit dem Dagger. Er muss sich was überlegen. Das Katana macht nuklearen Schaden mit dem Talisman. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Ender the Lion den Zweihand-Talisman verboten hat in seinem Turnier. Da werden wir definitiv auch nochmal diskutieren müssen. Wobei ich es gar nicht so schlimm finde. Aber gut. Jos holt jetzt hier die Führung mit dem Dagger-Spam raus. Hat jetzt hier seinen Weg gefunden. Geht in Führung. Aber Kampfspieler holt wieder mit gut getimten, gut gesetzten Runnings die Führung hier zurück. Oder die setzt es wieder eben.
Und hier der Whiff von Jos. Tradet hier mit dem Dagger ins Katana. Natürlich gewinnt Kampfspiele hier den Trade. Und Jos jetzt wieder super low. Kann sich keine richtigen Trades mehr leisten. Da der Swap auf dem Blue Feather. Ich glaube nicht, dass der reicht. Ja, da holt sich Kampfspiele einfach das 2:0 gegen Jos. Ich kann das alles nicht mehr. Was für ein Einstart. GG's. Unfassbar. Jos einfach komplett hilflos hier gegen dieses Great Cut von Kampfspiele TV. Der nicht mal Fat Poise hat, wenn ich das richtig sehe. Der einfach mit diesem kompletten Damage Glass Cannon Setup hier reintradet in den Dagger von Jos und ihn einfach vernichtet. Auch die Entscheidung von Jos mit 150 Leben gegen ein Großkatana einen Blue Feather reinzuballern ist einfach nur insane an der Stelle. Was ist los? Was ist hier los mit Jos? Es wird spannend. Ist Kampfspiele TV? Wird er heute sich den Titel holen? Es wird spannend. Es ist fast nicht auszuhalten. Es geht weiter. In 3, 2, 1 und Runde 3. Kampfspiele TV hat jetzt hier seinen Matchpoint. Und Jos ist auf dem Stoßschwert. Jetzt hat Kampfspiele TV ein Problem. Jos auf seinem bekannten Setup. Es geht los. Es geht Jos. Und Kampfspiele kriegt hier das First Blood. Jos geht in Führung. Jos lässt sich jetzt hier nicht mehr dazu verleiten, weiterhin die helle Bade zu spielen und ist auf sein Stoßschwert gewechselt, auf seine geliebte Waffe, mit der wir ihn kennen und lieben gelernt haben, ist jetzt quasi in den Dämonenmodus gewechselt. Was für eine Show. Kampf versucht es mit einem Perfect Block, kriegt ihn aber nicht, struggelt hier überhaupt noch Hits auf Jos zu bekommen und Jos, ja, sticht sich hier seinen Weg zum 2:1. Es ist, wie es kommen musste. Jos hat gewechselt und eben die helle Bade liegen lassen im Schrank, die er heute auch, by the way, das erste Mal rausgeholt hat und jetzt hier das 2:1 rausgeholt. Es bleibt aber weiterhin der Matchpoint für Kampfspiele TV und Jos muss weiterhin jetzt hier gut bleiben. Kampfspiele TV muss jetzt adapten gegen dieses gegen diese Waffe, die Jos auf einem Weltklasse-Niveau spielt. Eben die helle Bade ist auf jeden Fall, war Kampfspiele TV damit im Vorteil. Aber jetzt muss er zeigen, dass er eben auch gegen das Weltklasse Thrusting Sword eine Chance hat. Es geht los in 3, 2, 1 und Fight! Runde 4 dieses Halbfinal-Matches. Kampfspiele gegen Jos, es steht 2:1. Und die Jump kommt raus. Kampfspiele jetzt auf einem Hyper-Armor-Setup auf dem Rittergroßschwert. Kriegt hier den Trade und die True-Combo, die er gut geübt hat, wie man sieht. Und geht jetzt hier wieder in Führung. Oh nein, Kampfspiele TV hat seine Rune nicht drin. Das könnte ihn hier definitiv den Sieg kosten. Aber es ist nicht vorbei. Auf jeden Fall sehr, sehr sad. Und das ist eben auch ein Fehler, der sehr schnell passiert, wenn man das erste Mal mitspielt. Und jetzt hier vielleicht zum 2:2 führen wird. Wenn es knapp wird, wissen wir, dass es eventuell an der Rune gelegen haben könnte. Jos ist hier gefrostet, kriegt den Roll Catch. Kampfspiele lässt sich zur Panic Roll verleiten. Wunderschöner Jump hier mit der Delayed Attack, um eben Jos dazu zu verleiten, R1 zu drücken, was hier auch funktioniert hat. Kampfspiele geht in Führung, wechselt jetzt wieder auf Hyper Armor, ist bereit zu traden und eben hier dieses passive Gameplay von Jos abzustrafen. Und da kommt die Backstab Attack, die sofort gepunished wird von Jos mit zwei fiesen Stichen. Und wieder die Backstab. Jos ist hier im Rollen, er ist vorsichtig, er weiß, es kann vorbei sein. Er respektiert diesen Gegner, der mit einem riesigen Schadenspotenzial reinkommt. Aber auch weiterhin den Crouch-Talisman rockt, was ich sehr interessant finde. Jetzt hier wieder der Chilling Mist, der immer wieder zu starken, auch für starke... Oh, da kommt der Runak. Das ist keine gute Idee. Nicht gegen Jos, der hier sofort punished und das Match dadurch beendet. GG. Er hätte, also in einem Friendly hätte man hier den Runak zugelassen. Aber es geht um Geld, Leute. Wenn ihr Fehler macht, dann ist der Fehler fatal. Es war hier auf jeden Fall, hätte man das nicht tun dürfen. Nicht gegen einen Spieler wie Jos, der lässt sowas
nicht zu. Der lässt sowas nicht zu. Nein, nein, nein. Kampfspiele TV, einfach die Ziege heute hier. Auf jeden Fall jetzt schon eine Legende. Jetzt schon. Jos, wie gesagt, der Dachmeister, der hat im April bei uns über 1000 Euro Preisgeld gewonnen. Und der gewinnt eigentlich auch jedes Turnier, in dem er mitspielt. Und Kampfspiele TV, jetzt schon eine Legende. Jetzt geht's in den Matchpoint. Ich krieg Gänsehaut, während ich es sage. Leute, einmal durchatmen. Es geht los. Der Matchpoint. Kann Kampfspiele diesen Behemoth auf Elden Ring überkommen? 3, 2, 1, Fight! Das war... War das ein Egon Speer? Ich hab's nicht genau gesehen. Auf jeden Fall wurde was geworfen. Kampfspiele jetzt hier mit dem Nagakiba. Der First Hit ist noch nicht raus. Kampfspiele hatte die Rolling Discipline. Kann hier nicht traden. Nicht ins Thrusting Sword traden. Das geht nicht gut. Wieder den Neutral suchen. Lässt sich hier durch die Running holen. Jos jetzt im Demon Mode. Er lässt es sich nicht gefallen. Nein, nein, nein. Nicht mit Jos. Kampfspiele weiterhin den Crouch Talisman drin. Ist auch bereit, glaube ich, für Crouch Attacks. Kriegt jetzt hier die Nagakiba Hits. Ja, du kannst mit dem 1.13 Thrusting Sword nicht traden und Jos befördert Kampfspiele TV hier ins Losers Bracket. Aber was für ein Einstand, was für eine Rallye, was für ein Match. Okay. Es geht los. Das ist das Losers Final. Best of 3 Kampfspiele gegen Memoruk. Es beginnt in 3, 2, 1 und Fight! Memoruk sofort wieder die Scraps am rauspacken. Kampfspiele wurde getroffen, wenn ich das richtig sehe. Und verliert hier schon sein Ritual Shield Talisman, was natürlich extrem weh tut. Und Memoruk geht in Führung. Das ist jetzt natürlich spannend. Kann Kampfspiele nochmal zurückkommen? Guckt euch diesen Schaden an, der ist so crazy. Dabei hat... Alle, er hat die ganzen Damage-Talis drin. Ist hier auch am Wave-Dashen für den extra Bit of Schaden. Der Crouch-Poke von dem Great Katana ist auch etwas schneller, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als die Running. Und Memoruk bekommt hier aber auch enorm Schaden raus. Kampfspiele hier heute mit dem Glaskanonen-Bild. Und Memoruk übernimmt aber hier die erste Runde. GG's. Das war auf jeden Fall insane, der Damage hier. Obwohl, glaube ich, Memoruk ein Ritual-Schild-Talisman drin hatte. Dieser extreme Schaden durch das Großkatana, durch die Talismane und die Robe, also dieses Brustteil, das Kampfspiele hier rockt, das hat ja nochmal extra Bonusschaden auf Running und Crouch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist insane. Oder nur Crouch? I'm not even sure. Auf jeden Fall, er nutzt hier ein sehr, sehr großes oder sehr, sehr starkes Bild für Schaden. Es wird auf jeden Fall interessant. Matchpoint für Memoruk. Rematch im Losers Bracket. Kampfspiele gegen Memoruk. Und es geht los. Und da kommt raus die Scraps wieder von Memoruk. Diesmal kein Hit gelandet. Man kann sie einfach straven. Und dann nimmt Kampfspiele den Hit durch die Scraps in Kauf für den Hit auf Memoruk. Wird aber tatsächlich geaimpunched durch die Scraps, was natürlich sehr, sehr weh tut. Memoruk jetzt hier schon ultra low. Was für ein Schaden hier aus Kampfspieles Katana einfach nur rauskommt. Das ist absolut insane. Er holt hier auf jeden Fall crazy Sachen raus. Memoruk jetzt hier mit dem Shamshi am Start, was natürlich weiterhin und immer noch eine der besten Waffen im Spiel ist. Schöner Turnaround hier von Kampfspiele TV. Lässt sich nicht lumpen. Memoruks Bubble Tier ist jetzt gepoppt und Kampfspiele ist bereit, den Sieg für sich einzufahren. Falls ihr denkt, man, das laggt aber ein bisschen, das liegt nicht an den Spielern. Die haben auch untereinander wahrscheinlich ein wundervolles Erlebnis. Das kommt durch mein Setup hier auf dem Rechner, also keine Sorge. Die spielen untereinander, sehen die alles sehr, sehr smooth. Das passt. Und hier kommen die Jumping R2 wieder, der LGS-Swap von Memoruk. Aber ich glaube, Kampfspieler hat seine Bubble-Tier noch. Also wir schauen ja auf einen riesigen Health-Unterschied. Memoruk hat keine Bubble-Tier mehr. Ist jetzt auch sehr, sehr defensiv.
lässt sich nicht lumpen hier. Es geht darum, wer aus dem Turnier rausfliegt. Es geht darum, wer Platz 3 ist und wer eine Chance bekommt, gegen Jos im Finale sich zu beweisen. Und ich denke mal, beide Spieler sind da sehr, sehr heiß drauf. Kampfspieler auf unter 600 HP jetzt. Das könnte es schon sein. Memoruk trifft wieder die und kriegt hier den Follow-up-Hit. Und haut Kampfspiel raus, der hier einen ehrenvollen dritten Platz mit nach Hause nimmt. Oh, scheiße, das war der falsche. Der hier einen ehrenhaften dritten Platz mit nach Hause nimmt. Memoruk zieht ins Finale gegen Jos. Das wird spannend. Danke, Kampfspiele, für die wunderschönen Matches. Das bedeutet erstmal GGs an alle, die raus sind. Jetzt geht's ans Grand Final. Und Kampfspiele hier mit seinem dritten Platz. Heute einen enormen Einstieg in die Turnierszene hingelegt.